Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ich habe längere Zeit jetzt nicht mehr livestreamen können oder Videos machen können. Es sind ungefähr 5 Tage oder 6 Tage. Tut mir leid. Ich kann jetzt wieder gut livestreamen und Videos machen. Also ich werde wahrscheinlich ab und zu dann wieder Regnum-Videos machen und eventuell noch ein anderes Projekt. Muss einfach nur schauen, dass es ja gut läuft, weil es stürzt ab im Windows 10, dass man da irgendwie Frame-Limite machen kann. Nämlich, ich möchte wieder San Andreas spielen, also GTA San Andreas. Oder wenn das nicht geht, werde ich vielleicht noch GTA 5 livestreamen dann. Jo, und bei Path of Exile habe ich auch weit kann man es nicht sagen, aber ja, so Akt Ende 3, also Ende Akt 3 habe ich es geschafft. Weil es ist natürlich nicht gerade so gut spielbar, es laggt extremst, weil einfach alles ein bisschen überfordert ist. Das Spiel ist langsam alt. Kann ich einfach nur dazu sagen, dass die Server einfach zu schlecht eingestellt sind von Grinding Gear Games. Und deshalb, ja, muss ich das schauen, wann ich aufnehme. Oh, 5 Magneten. Super. Ja, jetzt mache ich hier noch eine Quest mit 236 große Fels Golem töten. Ja, Golem Fels von den großen von den Golems. Ja, genau. Und ja, bin gerade heute eben sehr lange am Path of Exile und Regnum spielen. Ich habe zweimal Syrten-Invasion gemacht. Mit den Eisen natürlich. Und ja, ich bin eigentlich topfit wieder. Also sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich um diese Zeit noch ein bisschen geschlafen. Es ist bei mir 13:47 Uhr. Also ich bin meistens ja wegen der Entzündung so nicht lange am Schlafen gewesen, dann immer wieder auf gewesen längere Zeit. Dann bin ich wieder geschlafen gegangen und so weiter. Und deshalb bin ich meistens so um die Mittagszeit am Schlafen gewesen. Aber ich bin eigentlich fit. Also ich habe gestern schon eigentlich fast den ganzen Tag wieder wach sein können und alles. Und ja, mir geht es eigentlich schon viel besser wieder. Bei Sky müssen wir dann einfach schauen, wie was wir machen. Eventuell spielen wir Anduril. Oder wir finden ein paar Mods, die Probleme, wie zum Beispiel, dass die Begleiter immer wieder sterben oder das Schleichen nicht funktioniert richtig. Also, dass die Gegner immer uns sehen, ohne dass sie uns sehen können oder hören können. Und das ist irgendwie ein Problem. Und das möchte ich natürlich beheben. Dann gehen die Projekte natürlich auch weiter. Ich habe bemerkt, ich habe ungefähr 5 Abonnenten verloren. Also, für mich sind das keine Abonnenten. Für mich sind Abonnenten Leute, die wenigstens ein bisschen zuschauen und merken, dass ich noch aktiv in der Abo-Box bin. Jetzt eben, momentan bin ich nicht so aktiv gewesen, aber ja, den Leuten tut es einfach nicht interessieren, ob man krank ist oder nicht. Und das ist halt einfach blöd. Und sollen die gehen? Von mir aus ist egal. Dafür eben mit neuen Projekten werde ich dann wieder viele Abonnenten bekommen, dann sind die schon wieder weg, fertig. Dann ist das alles schon wieder gegessen. Naja, es ist eben so, dass ich wirklich momentan nicht gewillt bin, überhaupt viel mehr Abonnenten zu haben, damit noch mehr gestänkert wird und oh, ich bin ja so ein böser Mensch, dass ich nicht mal Werbung mache oder so. Den meisten hasst es, also sollten die eigentlich mich supporten. Aber ja, scheinbar sind sie dann immer demotiviert, wenn ich sage, ja, bitte keine Abo gegen Abo machen oder sonstige Sachen. Und die abonnieren sie mich wieder oder disliken mich wieder für einige Zeit und ja, das ist einfach ächzend. Ja, dafür gibt es gute Nachricht, dass ich jetzt bald ausziehen kann in eine schöne große Wohnung mit Isolation endlich und Klimaanlage. Und hoffentlich auch guter Stromanschluss. Und ja, ich werde es genießen.
Auf jeden Fall. Dann bin ich einfach auch öfters irgendwo, ja, zum Beispiel an einer Tanke für die PaySafe Card oder so irgendwas und kann einfach viel mehr über Unternehmen. Und ich schaue, dass ich natürlich immer am Abend dann wirklich Zeit habe fürs Livestreamen und so weiter. Ist halt einfach ein bisschen problematisch halt. Wenn ich ja halt nicht so fit bin oder zu heiß ist. Bei mir ist es immer mindestens 5 Grad heißer als bei anderen, weil es eben schlecht isoliert ist. Aber gut. Spielspaß habe ich auch wieder eben. Also, wie viel Spaß ich jetzt an Regnum habe, wo nicht so viel los ist. Also sind wirklich die meisten Mal ungefähr so in meinem Level, also 48, sie waren normal. Und das kann ich einfach nicht verstehen, wieso die Leute weg? Einfach gerade momentan wegen den vielen Events, momentan zwischen den Events nicht mehr da sind. Ich kann es ja verstehen, dass die Lust haben, ja, so Events zu machen und sonst nicht so Lust haben. Aber dass sich so alle Spiele runterdrücken müssen, dann hören natürlich immer mehr auf und das ist natürlich negativ. Ich hatte ja ungefähr 7 Leute, die wirklich aktiv waren am Anfang. Wo sind die? Sind alle weg, oder? Finde ich so schade, dass wir nicht mal mehr in der Party irgendwas machen können. Weil mit Level 48 kann ich schon also Reichsschlachten machen. Einfach, ihr müsst halt hochleveln bis dorthin. Oder halt einfach irgendwie Hilfe besorgen. Man levelt so schneller zu zweit oder zu dritt. Aber die meisten Leute wollen halt nicht aktiv Ding. Dafür habe ich heute eine kennengelernt, die Robinia Destiny. Und sie oder er, wer dahinter steckt auch immer, war auf Valhalla schon aktiv und kennt meinen Namen. Also sie weiß auch, dass ich livestreame. Und sie unterstützt mich bei der Clan-Gründung. Wir müssen 8 Leute sein. Das Gold habe ich ja schon, 3234. Und ich würde so schnell wie möglich das eigentlich gründen wollen, aber ihr müsst halt einfach aktiv sein. Wenigstens nur kurz, dass ich euch auch noch einladen kann, also mit euch die Clan gründen kann. Dann habt ihr auch einen guten ja, Titel und alles mögliche, Clan-Gründer. Und so weiter. So, ja, sonst habe ich eigentlich nicht so mehr viel zu sagen, einfach, dass ich weitermache. Und ja, bis heute Abend ungefähr um 17, 18 Uhr. Tschüss.